So, dann machen wir einmal den Titel ändern und dann machen wir weiter natürlich. So, Albtraum. So, das haben wir. Mods rüberladen und dann sind wir auch wieder zurück. Dann mal schauen, was die Jungs gemacht haben hier, ne? Hey, es ist eine wunderschöne guten Abend. Grüß dich. Habt ihr schon was gekauft? Habt ihr mal geschaut? Ich bin nicht sicher. Also übrigens alle, die fragen, ob das jetzt zwei getrennte Videos werden. Ja. Natürlich werden das zwei getrennte Videos. So, dann ist das jetzt hier Albtraum. Nein, mir fehlt ein Mod. Oh. Habe ich vielleicht die Mods nicht geladen? Moment, vielleicht fehlen mir doch ein paar Mods mehr. Butter? Haben sie Buttermaschinen? Ehrlich? Die Schlingels haben mir nichts gesagt, weißt du? Momentchen, Momentchen. Ich bin noch gleich wieder für euch da. Einen Moment. Ach, ich bin auch ein Bob. Ich bin einfach ein Bob, Alter. Ich habe die falschen Mods geladen. Oh, Alter, Jan. Dankeschön. Jan, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zinnenbombe, mein Süßer. Danke dir vielmals. Jetzt mach doch nicht, wenn ich die ganzen Sounds aus habe. Meine Güte. Es gibt Butter, habe ich gehört. Habe ich auch gehört. Jan Sackmann, vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe Leute, wenn ihr einen Sub, danke für nix. Ein Sub vom Jan bekommen habt, bedankt euch beim lieben Jan Sackmann für den Gifted Sub. Das ist wirklich sehr, sehr nett von ihm. So, wir schauen mal rein, was mir alles fehlt. Aber wenn ich schon Butter höre, dann denke ich mir mal, dass einige... Ich lade mal die Butter runter, ne? Welche Butter haben sie denn genommen? Wahrscheinlich die von heute, ne? Ich habe gesehen, heute ist irgendwas erschienen. Ist die heute erschienen, die Buttergeschichte, oder war die schon gestern? Hat irgendwas mitbekommen? Hallo? Okay. Heute? Ehrlich, wo denn? Wo denn? Wie viele sie haben? Warte mal, haben wir irgendwas in der Gruppe? Oh! Oh, der Randy, der Süße, hat sogar eine Beschreibung fertig gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Achso, die habe ich gestern schon gesehen, ja? Okay, ich muss kurz was runterladen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es leckt nicht, aber ich gebe mir Mühe, dass es nicht leckt. Oh, das macht wieder so eine komische Seite auf. Da habe ich wieder gar keinen Bock drauf, weißt du? Aber es sieht gut aus. Ah, da ist sie schon, die Buttergeschichte. Heute wird Butter gemacht, meine Damen und Herren. So, Spiel, willst du jetzt mal starten? Die Butter von heute, sehr gut. Die Drohne haben wir gestern schon geflogen, das war witzig, ne? Das war witzig, die Drohne. So, wir gucken mal, ob ich mitspielen darf. Jo, sieht gut aus. Die Butter ist verpackt. Sehr schön, das ist genau meine Abteilung. Verpackte Butter ist die beste Butter, die du haben kannst. So, meine Damen und Herren, dann gehen wir rein, oder? Wenn es jetzt ein Butterlied geben würde, ne? Ich würde jetzt das Butterlied spielen. Aber leider gibt es kein Butterlied. Es ist einfach, wie es ist. Können wir rein oder was? Hier. Game. Game. Hallo. Game. Jan, herzlichen Dank nochmal. Ne? Ohne Scheiß. Vielen, vielen herzlichen Dank. Tut mir wirklich leid, dass du keinen Alert bekommen hast, aber in der ich komme gleich Szene ist leider kein Alert vorhanden. Es tut mir wirklich leid. Ja, ich bin jetzt eilig im Spiel. Willst du das auch anzeigen, lieber? Ach, sehr schön. Hier haben wir schon gedacht. Deine Mutter ist Buddha. Ist mir schlecht, Alter. So, ja. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Wir machen heute Butter. Ja. Oh,
Sind ja schon volle Möhre dabei, hier Butter zu machen. Das ist ja Wahnsinn. Aber die Fässer sind anders aus, ne? Ah, zwei sind zu wenig, das seid ihr jetzt schon, ne? Zwei sind zu wenig. Zwei Buttermaschinen sind zu wenig. Dann gehen wir gleich zu den Jungs runter. Wir werden da mal ganz fleißig Hallo sagen, ne? Deine Mutter ist Butter. Ja, das ist der Randy. Was soll ich euch sagen? Nicht zurück. Hallo. Mahlzeit. Deine Mutter ist Butter. Deine Mutter ist Butter. Macht auch noch ein bisschen Probleme, ja. Warum denn? Naja, man kann manchmal da nichts mehr bewegen. Dann konnte Mario nicht mehr farmen. Das ist irgendwie aktuell noch nicht so. Also, wir wissen aber noch nicht, woher es kommt. Darf ich einen Vortrag machen, Randy? Ja, bitte. Warum machst du denn den Motor mehr nicht runter und packst die Fässer schon mal auf den Anhänger da drüben? Naja, ja. Weil sie ja auch noch was zu tun haben. Ja, ist richtig. Grüße. Grüße. Ja, wie geht's in Österreich? Steht das Haus? Ja. Noch schon. Noch schon. Noch schon. Also, ich arbeite aber dran. Ich gebe mir Mühe, ne? Aber die tragenden Wände sind halt wirklich tragend. Nee, alles tippitoppi. Weißt du was, die sind auch nachtragend, wenn du ein bisschen dran rumbaust. Ja, glaube ich dir sofort. Ach, schön. Wie ist denn da der Plan mit Einzieherei und so, oder? Seid ihr schon da drin? Nee. Noch dieses Jahr, aber mehr weiß ich noch nicht. Okay, noch dieses Jahr, das war schon sportlich auch. Ja, man muss sich ja Ziele setzen im Leben. Ja, das ist auch wahr. Na, Randy, gleich draufpacken wäre ja auch Blödsinn, ne? Ja, hallo, ich habe wieder zu tun. Wisst ihr, kommt erst hier zu spät. Wisst ihr, hallo, ich habe erstmal was anderes beenden müssen, bevor ich hier weitermache. Ja, da ist ja auch die Frage, ne, Werner, was ist denn das für eine Art und Weise, da vorher nicht Bescheid zu sagen und dann einfach solo durchzuziehen? Ich habe gedacht, wir machen hier was zusammen. Also, soll ich mal den WhatsApp-Verlauf zitieren? Ja. Du kannst ihn nur einfach mal zeigen. Ja. Wir haben geschrieben, wir fangen an und beenden es dann nächste Woche. Und da eigentlich ja der Donnerstag der Tag ist, wo eigentlich alle da sind, habe ich es da gemacht. Da ich am Wochenende nicht da sein werde, ist es schwierig für mich am Wochenende zu beenden. Also. Aber ich habe es schön traditionell mit It's time to say goodbye verabschiedet. Was? Natürlich. Ich denke, das kannst du nicht machen, oder? Ja. Hast du selber gesungen? Was ist denn mit den ganzen Lizenzgedöns? Ja. Die können sie haben, wenn sie wollen. Können sie auch. Das ist toll. Randy, kommt da noch was oder war es das jetzt? Jedenfalls kommt noch, dann sind wir schon wieder da. Hi Thomas. Weißt du, was ich jetzt, mich jetzt so traurig was ich jetzt feiern würde, Randy, wenn du so den Daumen nach oben machen könntest jetzt im Spiel, weißt du? So, die Butterproduktion läuft. Hätte ich schon ein Thumbnail. Ja, noch sind keine Emotes mehr gleich. Schade. Beim nächsten LS-Teil, ich würde es mir ja mal wünschen. Ja, Mario, du bist auch ziemlich sportlich unterwegs, ne? Hä? Warum? Ja, fegst du rum mit dem kleinen Flitzer, du? Ja, können, ne? Das sagen wir. Eins sagen so, die einen sagen so. Ne? Machen kommt von können. Ah ja, schon mal gehört. Gut, dann Maestro. Ich bringe das mal zum Chocolatier, ne? Wurden sie? Wunderbar, schön. Ja, zum Chocolatier. Nicht, ja, bring mal weg. Das Ding läuft ja immer noch. Danke. Hast du mal die Handbremse reingerissen, Randy? Das ist nicht schön. Nein, die geht automatisch ran. Ah, okay. Ist noch was vom Geld da, was wir gestern verdient haben? Sehr schön. Oh, ich guck mal, wir haben bis jetzt ein Minus von 17.000. Wir haben gestern einen Plus von 91.000 gemacht. Also es ist noch was da. Ja. Was wollt ihr denn mit dem restlichen Geld machen? Habt ihr da schon Pläne geschmiedet? Na, Mario war erstmal. Ich möchte noch ein paar Kühe kaufen. Das ja, wollte ich jetzt nicht auch gerade machen. Ansonsten hat Mario aber die kaufen wir nicht direkt am Trigger. Die kaufen wir schön mit dem Wagen.
Mit einem Wagen, ja, genau. Natürlich. Den Wagen gleich mal bitte mit. Ja, wie soll ich einen vorne, einen hinten oder was? Ja. Ja, ansonsten hat Mario erstmal schön unschuldig angefangen und hat halt Silage gemacht, weil davon haben wir ja noch nicht so viel. Nee, aber können wir ja verkaufen, würde ich schauen, die haben wir gestern gelernt, ne, Rini? Ja, dauert Gott sei Dank noch ewig und 30 Jahre. Warum? Achso, ja. Ja, weil die Lade. Ja, bist aber auch ein bisschen Stresslevel-mäßig unterwegs, ne? Ungeduldig, Stresslevel? Ja. Ja, 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 schon. Ja, das lernt man, achtet das lernt immer man noch im höheren Alter. Dass es vorwärts geht, versteht ihr? Ja, schon, aber wir sind hier im in der ruhigen Schweiz-Region, Randy. Da geht es alles ein bisschen gemütlicher, geht das hier? Ja, bei den Millionenbeträgen, die hier, oder Milliardenbeträgen, die da jeden Tag die Konten wechseln, glaube ich nicht. Achso. Nee. Guck mal zu dem Berg da. Wurde es verkauft. Das war nicht alles. Doch. Danke. Hä? Achso, ja, sind ja mal 1000 Liter abgerechnet. Ja, ja, ja. Einfach mal Minus gemacht. Ja, Minus haben wir sowieso gemacht. Aber machen wir nicht jeden Tag Minus? Ja, auch, auch. Auch, auch, auch. Gut, wo hab ich denn jetzt? Seid ihr damit einverstanden, dass wir diesen Böckmann-Anhänger so ein bisschen zum Buttertransportfahrzeug machen? Weil da wäre ich von der Höhe her nicht zu hoch, da hätten wir Spanngute drauf. Ich hab so einen Klee hin. Du hast einen Klee, Randy? Okay. Ja, ja, hab schon wieder von dir abgeguckt. Den Strautmann esse ich, ja. Okay. Den haben wir auch, aber wir können nur den nutzen. Den Big Butt kaufen, den kriegen wir für das Geld nicht. Leider. Nur den vorderen Reifen, glaube ich. Wäre ich dabei gewesen. In der Schweiz gibt es keine Planwirtschaft. Ah, okay. Schade. Soll ich den Wagen jetzt holen oder holst du den, Randy? Ich hol den. Nimmst du gleich Kühe mit? Kann ich auch machen. Wunderbar. Nimm die Milch geben. Ja, ja. Ah, verdammt. Kann man ihnen helfen, Maria Hirschfeld? Klar, hier, Gras. Wir machen Gras im Silo. Ja, dann hol ich mal das große Moped. Dass das hier mal runterkommt. Könnt ihr das Wortspiel machen, schau auf Tablet? Da müssen wir einen Werner fragen. Ah. Nee, Werner sagt, nee. Wenn ich eine Einladung bekommen würde, dann würde ich mal gucken. Was ist denn, jetzt sag mir doch mal, was ist denn der Unterschied von Squad-Stream und Multi-Stream? Du hast alles direkt auf Twitch, musst nicht auf eine separate Seite gehen. Und du kannst in die Bildschirme reinklicken und kommst dann automatisch, also hast der Chat wird automatisch mitgeladen. Ach so, okay. Und was mir noch gesagt wurde, wenn du zwei verschiedene Bildschirme, also zwei Tabs offen hast sozusagen, dann kann es schon mal vorkommen, dass ein Tab nachlädt und der andere nicht. Und das hast du mit dem Squad-Stream halt nicht. Okay. Das war ein Moment-Kanal mit dem Biggie-Logo. Also ist quasi die coolere Variante vom Multistream. Das ist richtig. Ja, weil es halt direkt ein Twitch integriert ist. Ja. Ja. Gut. Und warum hat Twitch das nicht einfach so Real Multistream genannt? Weil dann die Real, Real Multistream danach kommt. Auch wieder. Wo gibt's den Buttermod? Hat der Randy heute vorgestellt, glaube ich sogar. Richtig. Corner.army. Werner, das hat doch ein bisschen was von Posing, oder? Was denn? Ja, mach du mal. Ah ja. Hirschfeld Howling liefert bestimmt ein Big Bad. Ja, das machen die auf jeden Fall, aber die wollen bezahlt werden. Und mit 153.000 Euro fahren die nicht in die Schweiz. Also die nicht die machen ja nichts für einen freundschaftlichen Dienst. Ne, Freundschaftspreise gibt es da nicht. Ja, das ist Freundschaftsbusiness. Ja, haben wir nicht. Also die Einladung ist gesendet, oder? Ah ja, muss ich ja mal rein duschen. Ja, um sozusagen Freunde brauchen die armen Menschen immer. Ja, aber die reichen nicht. Bitte. Einfach mal groß kurz aufmachen und fertig. So, ist angenommen, Randy, Sie können starten. 10,50, ja, dann wären da bestimmt auch dabei. Ich habe tatsächlich gerade für die letzte Rundfahrt am Feldversuch habe ich mir ein 10,50 gemietet. Na klar. Gemietet. Du hast ihn nicht gekauft. Nee. Und ich habe es auch nicht so gemacht, weil ich nicht gewusst habe, Mario, was du noch vorhast. Mhm. Ich habe nicht alles verkauft von mir, ich habe alles so stehen lassen. Also wenn du nochmal eine Rundfahrt machen willst, bei mir steht noch alles so, wie es ist. Okay. Das ist gut. Freunde kann man sich aussuchen. Naja. Ja. Auch schon mal schöner gemäht.
Also ich habe ganz toll gemäht. Ja, sehe ich. Weil irgendwie bringt das totale Unruhe rein. Das macht mich so nervös, diese Riesenschwane. So ein bisschen was von Groß, also so Industriebetrieb, was du hier veranstaltest. Sagt der, der Kandelin XXXXXXL spielt. Ich spiele Wild West XXXXXX so. Mega L. Mega L? Ja, Kandelin ist ja eher so die kleine Nummer. Ah, okay. Die Kandelin spielen wir ja eigentlich mit den Fortschrittgeräten, also mit 3-Meter-Geräten. Warum machen wir das? Da geht es ja eher um 20 Leute auf einem Feld. Ah. Aber es ist so, dass es ist halt echt an der Grenze der Performance. Wir drehen echt immer so am Grenzlevel damit. Ne? Leben am Limit, oder was? Ja, das ist wirklich Leben am Limit. Naja, solange es funktioniert, ist doch alles gut. Das ist schon ein bisschen witzig, ne? Wer da hier die Wiese wegmacht. Ja, ich fahre halt die andere Bahn, die du nicht fährst. Ne? Ja. Die wahren Freunde sind die, was nachdem du pleite bist, noch hinter dir stehen. Sprich aus Erfahrung. Oh, das ist nicht gut, Manni. Also schon gut, aber auch nicht gut. Aber ich werde nie pleite gehen, das weiß ich jetzt schon. Ich habe den Finanzberater Randy an meiner Seite. Ehrlich? Da kann man da ein paar schicke Aktien empfehlen. Da macht man zwar miese, habe ich gehört, aber das ist nicht so schlimm. Bis jetzt ist alles im grünen Bereich. Das habe ich denn jetzt gerade mal. Also insgesamt 5% ist jetzt nicht so tragisch. Achso. Im Anbetracht der Tatsache, was momentan in der Welt abgeht. Ich wollte gerade sagen, 5% im Moment ist aber, der kriegst du ja nirgendwo. Ja. Und ganz ehrlich, 5% von 2 Millionen, die Randy angelegt hat, sind auch Geld. Ja, das soll man nicht öffentlich sagen, hat er gemeint. Ach so, hat er gesagt. Ja, stimmt. Sorry. Ich rede auch von Minus, nicht von Plus. Ne? Ach so. Oh, dann sind aber 5% wieder viel. Schwierig. Nö. Moin, moin, mega moin. Ach, wo kommst du denn her? Vom NTV oder was? Ja, ist das der Ansgar mit mega moin? Keine Ahnung. Aber kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, wenn ich ihn so. Ja. Wenn ich habe eine Frage. Ja. War das die Frage oder haust du noch eine raus? Oh, das ist aber nicht schön gemäht, Mario. Ja, diese einen Streifen jetzt hier meinst du, aber du fährst ja sowieso hier wie eine Keule drüber. Eine Keule. Den Hänger wird schwer mit dem Trecker. Ach, das geht schon. Wer ist heute alle da? Der Mario, oder Maria, Entschuldigung. Der Randy und mein einer. Der Stefan muss arbeiten heute. Ja, das ist auch ein Ding, ne? Also, da sind wir hier auf der Karte, ist der Chef nicht da. Tja, mal wieder. Das ist ja echt die Frage, warum arbeiten wir hier? Das habe ich mir gestern auch gefragt. Mal Ausreden verlegen. Und das tatsächlich nur, weil der in der Realität arbeiten geht. Naja, 10 Wochen das erste Mal, also hört sich das heute so ein bisschen an. Ja. Ich kann heute nicht, ich bin mal arbeiten. Jungs, ihr könnt doch einfach Hüte gehen und selber Haliborn machen. Wir haben Haliborn heute schon gehört, meine Damen und Herren. Ich mache das nicht alle 2 Minuten lang. Tut mir leid. Nein, heute nicht mehr. Werner, wie ist das Wetter bei dir so? Also bei mir scheint es zu schneien. Ja, bei uns ist auch Schnee angesagt. Die Nacht oder auch das kommende Wochenende. Bin ich sehr gespannt, ob das mal weiß wird da draußen. Ich würde es mir ein bisschen wünschen. Aber auch nicht, weil eigentlich bin ich ja noch im Baumodus. Also eigentlich kann ich noch keinen Schnee gebrauchen, aber ja. Ich nicht alles mal eben weg, ne? Muss wahrscheinlich unten weiter schneiden, wenn wir hier mit weitermachen wollen. Was hast du, Randy? Alles gut. Da geht es ja gerade nur um. Oh ja, das ist halt ordentlich aussieht.
Achso, die Optik macht's, oder wie? Ja, ja. Ne, schön, schön, schön. Optik gehört ja der Stördi, grüßt ja. Ich mach mal das obere fertig und dann helfe ich dir weiter, Mario, ne? Ja, ich überlege gerade, ob das sinnvoll ist, aber wir haben keinen anderen Truck mehr, mit dem ich den größeren Ladewagen ziehen könnte, ne? Sonst kannst du schmaler. Den Lindner oder? Haben wir noch hier stehen. Steht der da noch? Der steht noch da, bei der Butterproduktion. Ah, ja, dann mache ich den noch eben voll hier, dann komme ich mit dem Lindner einmal rum. Randy übertreibt jetzt mal wieder. Hä, warum denn? Ja, jetzt, weißt du, entweder du machst so oder du machst so, die Leute sind halt nie zufrieden. Aber egal. Wie viel wollen wir haben an Kühen? Also leisten können wir uns theoretisch. Wie viel geht in den Stall rein? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Sehr viel. Wurden sie? Was ist sehr viel? Also ich würde jetzt nicht bis zum letzten Cent Kühe kaufen, aber nee, so... Nee. 50. Und wie viel haben wir drin? Wir haben jetzt 11. Ja. Mach doch mal 45 rein, wenn das geht doch, oder? Können wir uns doch leisten, oder? Das passt doch ohne. Ja, das sind wir aber voll. Also haben wir keine Reproduktions mehr. Ja, brauchen wir die? Also Milchproduktion wäre wohl wichtig. Moment. Okay. Ich habe ja gesagt, wir sollen insgesamt 45 reinmachen. Das heißt, du musst nur überlegen, wie viel wir von 11 bis 45 brauchen. Ich bin sicher, das ist drin. Denkst du, dass das drin ist? Ja. Also da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Ja, aber 34 durch 2, das ist halt, ne? 34 durch 2? Ja, 34 durch 2 sind 17. Und? Ja, da muss ich, weil wir haben schwarz-weiße und wir haben braune. Ne? Ja, mach doch nur braun-weiße, das ist reicht doch aus. Alter. Dann verkaufst einfach die schwarz-weißen. Nimm dir die auch rückwärts wieder mit. Der kommt heute nicht mehr an. Effektiv machen. Achso, ist schon wieder voll, alles klar. Kann mir einer sagen, ob der gebrauchte Ausrüstung kaufen Mod mit Update auf selber funktioniert? Keine Ahnung. Es kam heute erst wieder ein Update. In dem schlimmen letzten Update kam schon die MP-Fähigkeit wieder zurück. Von was? Aber der gebraucht Maschinen-Mod. Ach so. Mod-Beschreibung steht nur Singleplayer, wird hier geschrieben. Ja, und den Update steht eigentlich da wieder MP-Dings wieder hergestellt. Der kam heute erst wieder ein Update. Oder? Ah ja, okay. Welche Strafe muss ich nehmen, damit ich Wolle bekomme? Welche Schafe? Achso, ist egal. Alle Schafe produzieren das. Außer du hast einen Mod mit diesen speziellen Schafen. Da gibt es auch einen Mod, die... Also, nee, die rosanen Schafe, die produzieren keine Wolle. Die produzieren nur Fleisch. Da muss er aufpassen. Bonzen-Traktor. Guck mal zu Randy. Jungs, ich habe hier Arbeit. Ich gucke nicht die ganze Zeit zu Randy. Außerdem kann Randy auch mal, der darf auch selber was tun. Der ja, ist groß. Bleib doch mal ein bisschen geschmeidig. Ja, das ist ja Wahnsinn, wie die Leute durchdrehen. Irgendwann, ne? Nicht heute, nicht morgen, müssten wir mal über einen größeren Schwader reden. Dann wieder. Wir haben aus dem größeren gekauft. Ja, dann habt ihr aber gespannt. Wenn es da mir gehen würde, wären das ganz andere Arbeitsbreiten. Ja, das weiß ich schon. Ja. Randy? Werner? Weitermachen. Jo, danke. So, jetzt da verhängt. Wir den Lintrack fahren, Freunde. Zack. Huch. Da muss ich nochmal zurückschieben, du hast ja nicht alles genommen. So, jetzt brauche ich den. Das ist ja Gemeinschaftsprojekt, ne, Randy? Ja. Aber es geht. Musst du nur kurz Traktion anmachen. Oh, großer Schafe sind die Schweine, Leute. Der war jetzt nun wirklich nicht so tiefgründig, dass man darüber lange nachgrübeln muss, oder? Danke, danke. Reicht. Geht? Okay. Die Schafe zum Reiten produzieren auch keine Wolle, das stimmt. Achtung. Sag mal, renn dich jetzt! Was denn? Gott! Er hat irgendwas von Effektivität gesprochen, keine Ahnung, was er meint. Wo ist ja die Anlieferungsstelle? Jetzt hab ich's verstanden, was die Leute meinen.
Sondern das ist hier vorne, ne? Schön drauf vorbeigefahren. Die Drohne hatten wir gestern, ja. Kann mir nicht helfen, bei mir wird es immer noch so hell hier. Ja, in der Innenansicht kannst du, da kriegst du, also muss ich auch ehrlich sagen, da habe ich nachdem ich wieder rausgehe, dann ist es vor meinen Augen so, dass es ganz langsam erst wieder dunkel wird. Das heißt, dass es in der Innenansicht definitiv zu hell ist und meine Augen sich erst an die Dunkelheit gewöhnen müssen danach. Ich muss aber bei mir auch irgendein Problem haben. Entweder sind es meine Bildschirme oder meine Augen, ich weiß es nicht. Wie in meinen Alpin-DLC-Videos sage ich, man kann den Unterschied zwischen Gras und Heu nicht erkennen. Ja. Und alle Leute in den Kommentaren schreiben, die sehen den Unterschied sehr, sehr gut. Also ich kann den auch kaum erkennen. Also ich finde den auch sehr schwer zu erkennen. Es ist die Frage, sind meine Bildschirme schlecht, sind meine Augen schlecht oder trollen nämlich alle? Ich glaube, die trollen nicht alle. Okay, gut. Und wenn es dir damit nachher besser geht, ist es auf jeden Fall so, dass du getrollt wirst. Ja. Dann liegt es nicht an mir, das wollte ich wissen. Ja, genau. Also ich finde, man kann es wirklich, ja, man kann es, wenn man genau hinguckt, kann man sehen, dass es ein bisschen grauer ist, aber ich finde den Unterschied auch zu schwach. Nein. Eine Sonnenbrille, ja, eine Sonnenbrille wäre tatsächlich nicht verkehrt. Vielleicht wird das wirklich Sinn machen, wenn ich mich hier mit einer Sonnenbrille hinsetze und dann das Spiel. Na klar. Darüber sind dämlich. Nee, das wäre gar nicht so dämlich, weil meine... Das wäre ein mega Werbegag, weißt du? Mein so, Keylight ist tatsächlich auch relativ hell. Um Gras zu sehen, um Heu zu sehen, müssen Sie jetzt die dafür vorgesehene ja, genau. 199-Euro-Brille kaufen. Ja, das ist die Hirschfeld-Brand-Sonnenbrille, die speziell für das Alpin-DLC ausgelegt ist. Stimmt, das wäre wirklich grandios. So. Oh, Freunde, ich gehe gleich erstmal in den Shop, gucken mal, ob er nicht Sonnenbrillen anlegen kann. Na, das war noch ein paar Mal. Obwohl das eigentlich schade ist, dass man die Geräte in der Innern sich nicht fahren kann, weil die sind echt schick geworden. Das stimmt, aber du siehst es halt nicht so doll, weißt du, wie... Nee. Also das ist halt einfach zu hell und das, was du sehen willst, siehst du nicht. Hat sich denn Giant mal dazu geäußert, also offiziell? Nee, nicht, dass ich wüsste. Scheiße, wird schnell nachfragen. Verdammt! Ja, ruf an. Ja, nee, die sind gerade in Los Santos. Ah, okay. Ja. Aua. Sind die in Los Santos? Ja. Weil? Bei GTA. Ach so. Also mein Ansprechpartner ist in Los Santos. Ja. Aua! So, erfolgreich gedreht, alles gewesen. Mario, ich habe gehört, du hast eine Runde mit Zottel und Co. gespielt. Ja, morgen wieder. Mountain Moo. War schön. Nennt sich Mountain Moo. Hervorragend. Einmal freitags war das, ne? Ja, genau. Okay. Möchtest du wieder einschalten? Ich? Ja. Vielleicht nebenbei, ja. Na gut. Ich lasse auch immer ein Däumchen da. Ja, das, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Gute Nacht, Ella. Doch, das, wir hatten die drei auch mal auf der Wild West dabei. Zottel, Krinchen und Fetzen. Ja. War auch eine ganz witzige Runde eigentlich. Und die sind auch tatsächlich eher so Großmaschinen und wir üben uns jetzt alle an diesem kleinen Zeug hier. Ich habe mal in einem der letzten Streams von Zottel gehört, dass die auch umziehen. Echt? Die haben auch über ja, bald sind wir in der neuen Wohnung und so weiter, haben die gesprochen und da machen wir das hin. Und da, das stimmt, dann, ja, da das stimmt. Um das ging es um Tapeten, ja. Glaube ich. Ja. Das war Hintergründe für die, ein schwieriger, ja, Punkt bei Zottel. Der Raumfaser kommt mir nicht rein, doch. Ja. Weiß auch nicht, ob das immer so richtig ist, online seine Beziehung online zu spielen. Ja, das muss halt jeder für sich selber entscheiden, ne? Aber kann halt auch manchmal so ein Moment sein, ne? Natürlich. Aber ich sag mal so, entweder entscheidest du dich für das Internet oder gegen das Internet. Diese Gratwanderung ist immer sehr, sehr schwierig. Ja. Ja, Heiner, stimmt, die Schwart kann man hier erkennen. Es geht auch nicht mit Schwart, sondern es geht darum, ob man Heu zu Gras unterscheiden kann. Das ist ja hier kein Heu, das ist ja Gras, was hier drauf liegt.
geht um die High Types. Das stimmt, das sind alle Fahrzeuge. Das ist nicht spezielle Fahrzeuge, das sind alle Fahrzeuge, die zu hell sind. Das ist auch ein Feature. Also das ist eigentlich kein Bug, sondern das ist als Feature gedacht gewesen mit Sonneneinstrahlung wahrscheinlich. Aber so richtig haben wir dazu noch nichts gehört. Also man muss ja sagen, es ist jetzt bewölkt, ne? Eigentlich. Ja. Ich sehe aber keinen Unterschied. Da muss. Wenn die willst, dann wirklich mit aller Kraft den Elektro-Traktor schrotten. Oh Gott! Bahnübergang! Hab's geschafft! Guck mal, wo der Traktor fliegt? Nee, alles gut. Ja, klar, ne? Weil die Elektromobilität, ne, die soll ja immer so cool und so strapazierfähig sein. Das wollen wir mal austesten. Es hieß ja immer noch der Feldversuch hier. Ja, heißt es ja nicht, aber ist egal. Heißt es schon. Nein. Wie sollen das sonst nehmen? Wie sind wir jetzt einfach nur die alpinen DLC-Spieler? Nein, nee, das ist ja Albtraum. Oh, ja, ne, Feldversuch, Albtraum, Edition. Alles das Gleiche, ne? Du bist doch so ein Typ, weißt du, du musst so bei so einem Safster haust du erstmal 3 Kokosnüsse rein und wundert dich dann, warum das Gerät kaputt ist. Was ist mit Kokosnüssen und Saft? Ja, das habe ich schon gesehen, ja. So viel Obst für einen Tag. Ja, Gottes Willen. Ansgar hatte mir gestern berichtet, dass er gestern vegan gegessen hat, ne? Also wie immer. Ja. Am Ende ihn hat's geschmeckt, für mich wäre es der Hölle gewesen. Ich hab nur empört geschrieben, dass die ganzen armen Tiere, ne, das gerne gegessen hätten. Aber naja. Ja, muss auch. Also vegan ist ja nicht immer nur, ne? Also. Da war kein Fleisch dabei. Ja. Das sagst so ein bisschen. Danke, aus, Randy. Super. Ich finde eigentlich viel schlimmer, dass der Ansgar die Pflanzen gegessen hat, die haben ja auch eine Seele. Also, also ich bin ja bei den Fruktariern, ne? Die nur das essen, was wirklich auch runtergefallen ist. Bist du denn auch ein, warte mal, wie heißen die? Bist du ein Frugalist? OCA. Was? Bist du ein Frugalist, Mario? Nein, was ist ein Frugalist? Kennt ihr nicht Frugalismus? Nein. Das sind die Leute, die von Grund auf sparen, um mit 40 in Rente zu gehen und kein Geld mehr zu verbrauchen. Also das fände ich super, aber dafür lebe ich zu gerne. Ah, okay. Okay. Selbst dann brauchst du dann auch einen geeigneten Job und genug Einkommen, dass das überhaupt funktioniert. Nee, die Idee ist ja tatsächlich zu sparen, was geht bis zum 40. Lebensjahr und dann ab 40 bis zur Rente von den Ersparten zu leben. Ja, da gibt es tatsächlich einige, die das so machen. Wir haben einen Bekannten, der hat sich tatsächlich Immobilien gekauft. So wie er nur gerade irgendwie, dass ich das leisten konnte, hat er wirklich mal locht ohne Ende 60, 70, 80 Stunden die Woche. Und hat dann so lange das gemacht, bis er, ich glaube, 3 oder 4 Häuser hatte und jetzt kann er dann von den Mieteinnahmen leben. Ja. Also es gibt wirklich Leute, die sagen, yo, ich arbeite wirklich volle Möhre, wo ich jung bin und will dann im hohen Alter von meinem Ersparten oder eben von der Resultat meiner Arbeit leben können. Ja, und ich wollte schon leben, wo ich noch jung war. Also jetzt, wo ich jetzt bin, denke ich, boah, hätte ich das mal die letzten 30 Jahre gemacht, dann könnte ich jetzt aufhören. Aber würdest du jetzt viel anders machen als wie früher? Nein, ich würde genauso wieder weitermachen. Ja. Das ist der Punkt, weißt du? Wenn du jetzt schauen könntest und du hast die Möglichkeit, 10 Jahre zurückzureisen und du würdest alles gleich machen, hast du nichts falsch gemacht. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte und meinem früheren Ich sagen könnte, mach das, damit es mir jetzt besser geht und wieder zurück ins Jetzt springe, dann würde ich sagen, ja. Ja, gut. Aber das sind ja wahrscheinlich keine grundlegenden Dinge, oder? Nein, das ist auf keinen Fall. So, aber ich könnte mir vorstellen, wenn sich das Geld das irgendwann herlässt, dass ich im Alter, vielleicht 50 plus, eher mal die Woche einspare, dass ich dann sage, okay, das passt, ne, Kinder sind versorgt, rausgelebt oder so abbezahlt, das kann ja sein. Ja. Und dann, dass ich dann sage, ich mache jetzt nicht mehr 40 Stunden die Woche, sondern ich mache 30 Stunden die Woche oder so. Da hätte ich schon Lust drauf, also das könnte ich mir schon vorstellen. Wir haben auch, sage ich ganz ehrlich, wir haben sparsam immer gekauft, als wir das Haus finanziert haben, haben wir das so gemacht, dass wir auch auf ein Gehalt das machen können. Also meine Frau musste nicht arbeiten und hat auch Kinder natürlich jetzt lange betreut, die hat jetzt gerade wieder angefangen zu arbeiten, ein bisschen, ja. Also Teilzeit. Und das ist das Schöne, also wir werden
eigentlich die Probleme nicht haben. Ne? Also es müsste uns schon beide mit Arbeitslosigkeit erwischen, dass wir in Probleme kämen. Wenn es aber einigermaßen normal durchläuft und wir nicht von Arbeitslosigkeit betroffen sind, dann könnte ich mir das vorstellen, dass ich 50, 55 dann auf 30 Stunden runtergehe. Aber wärst du dann so ein Typ, der dann einfach früher nach Hause geht von der Arbeit oder sagst, ich mache jetzt von ab Freitag weg Wochenende? Ich glaube, ich wäre tatsächlich eher der Typ, der sich einen Tag rausnimmt. Ja. Ehrlich? Ja. Ich habe so viele Hobbys, Werner. Ich habe so viel Bock. Also ich heißt ja nicht, dass ich da nichts mache, sondern einfach nein, nein. Den Freitag. Ich würde mir den Freitag nehmen, dann in die Werkstatt gehen, was mit Holz machen. Ich habe so viele Projekte noch an Holz. Ah ja, das sehe ich mich auch, ja. Ja. Und das ist so das Thema. Ne? Also ich möchte eigentlich meine eigene Küche bauen. Oh. Und das ist aber so, da brauche ich halt Zeit und Ruhe und Muße für. Und das wäre so ein Ding, da können wir vorstellen, dass ich dann einmal die Woche dann als Ausgleich auch dann zu Hause in der Werkstatt bin und dann von mir aus auch die 6 bis 8 Stunden dann einfach da was mache. Eigentlich ist es ja so, wenn du dir, sagen wir mal, eine Küche kostet, weiß ich nicht, pauschal 10.000 Euro, sagen wir jetzt mal, ja. Ne? Wenn du da jetzt einen Monat dann arbeitest, so viel Geld kannst du gar nicht verdienen im Monat. Was die Küche dich kostet. Das stimmt auch, ja, das ist richtig. Aber du, also ich würde ja länger dran arbeiten. Und du musst ja auch rechnen, das Material für so eine Küche ist ja auch nicht ohne. Also ich behaupte, wenn du eine hochwertige Küche baust, dann kommst du mit 10.000 Euro auch gar nicht hin. Dann gehen alleine 5.000 bis 6.000 Euro in die Materialien. Locker. Ja. Aber, ja, Beispiel stimmt natürlich, da hast du recht. Also das ist natürlich auch das Thema, dass man das sich dann rausarbeiten kann. Ja, aber für mich eher als, wie gesagt, als Ausgleich dann gedacht. Also das muss natürlich auch alles passen. Ne? Und natürlich, musst du laufen natürlich. Und hin und her. Das ist klar. Aber da in die Richtung könnte ich mir das schon überlegen. Aber ich würde meinen Job nicht ganz aufgeben wollen, weil ich hatte da schon auch Spaß dran, mit den Menschen zu arbeiten. Und ich habe auch Spaß dran. Wie gesagt, ich mache meinen Job gerne. Deswegen, also bei mir ist es auch oft so, dass ich einfach morgens meinen Kaffee trinke und dann einfach arbeite, weil es mir Spaß macht. Mhm. Ich bin auch kein Typ, der fünfmal die Stunde auf die Uhr guckt. Nee, gar nicht. Ich sehe zum Beispiel, wir haben einen Automechanikerbetrieb in der Nachbarschaft, ne? Und immer wenn ich aus dem Fenster rausschaue und ich sehe, dass die zu 5 zu 6 Richtung Kantine gehen, weiß ich, es ist Mittag. Da muss ich gar nicht auf die Uhr gucken. Das ist das erste Mal, wo ich dann einfach mal vom Arbeitenkurs aufschaue und einfach sehe, jo, 12 ist. 12 ist gewesen, ab geht's Mittag, weißt du? Also ich habe schon sehr unterschiedliche Tage, weil ich auch sehr unterschiedliche Herausforderungen immer habe mit den Kollegen und wir haben jede Woche andere Kunden und wir haben jede Woche andere Probleme und andere komplexe Themen, die wir zu bewältigen haben und das ist das, was mir Spaß macht, deswegen, das gibt's das schon, aber es gibt auch Wochen, also im Moment ist das der Fall, ganz ehrlich, dann gehe ich morgens zur Arbeit und ich muss mir einen Wecker stellen für nachmittags, abends, damit ich das mitkriege, dass ich pünktlich nach Hause komme zum Abendessen mit meiner Familie, weil das echt so. Also mir kann das passieren, dass ich bis, war früher auf jeden Fall so, da habe ich bis 21, 22 Uhr auf der Arbeit gesessen und ich habe es nicht mitgekriegt. Also das wurde draußen dunkel und ich war so konzentriert und habe aber auch so viele Sachen dann geschafft und das hat, ja, so soll es aber auch sein. Das muss halt, wenn es dir Spaß macht, dann muss das ja, genau so sein. Ja, das ist es halt. Ne? Kannst du mal ein Chibi machen? Oh, nicht so doll, du. Du wolltest geschoben werden, also. Keine Sachen, oder? Bisschen mit Liebe, weißt du? Ach so. Besondere Nummer. Oh, nee. Also, jetzt ohne Quatsch, ne? Dieser Lintrack hier. Ja. Der ist schön. Ja. Der gefällt mir richtig gut. Mir gefällt der Unitrack noch ein bisschen besser, weil Lintrack ist auch ein schönes Fahrzeug, auf alle Fälle. Ne, also ich finde den hier schöner. Wenn ich wählen müsste, würde ich sagen, der hier ist es. Okay. Wenn ich sehe hier, wie der auf dem Untergrund auch agiert mit der Federung und den. Na, Randy, mehr Glück aus Verstand, oder? Warum? Weiß ja nicht. Warten jetzt. Alles gut. Also ich habe sie nicht gesehen, aber ich bin hier elegant ausgewischt. Ja, hab ich gesehen. Die Küche meiner Mutter hat 11.000 gekostet. Ja, für eine Küche kannst du echt Geld lassen, ne? So ist nicht. Ja. Und hat 500 Euro gekostet, das war schon zu viel. Ja gut, ich sag mal, das ist eine andere Relation, Randy. Alles, was du nicht benutzt, ist zu teuer. Richtig. Also ich meine, ich habe die volle Ausstattung, ne? Nein, hast du nicht, Randy. Doch, ich hab 2 Arbeitsplatten, ich habe einen Kühlschrank, ich habe einen Geschirrspüler, ich habe eine Spüle und ich habe einen Herd mit einem Ofen. So, mehr brauchst du in der Küche nicht.
Und wo ist der Nicer Dicer? Ja, aber dann will ich mir den Stelli. Oh mein Gott, Jim. Und wenn du diesen Nicer Dicer kaufst, dann bekommst du noch einen zweiten dazu. Oh, Bob, ist das wirklich wahr? Es ist einfach unglaublich. Ich fass mir an den Kopf. Das Scheiß, den kennt einfach jeder, ey. Das also. Mein Herz ist voll nie versiegender Freude. Was ist denn da mit Sinn? Nicer Dicer ist ja fürs Schneiden, oder? Also fürs. Ja, kann ich meine Pizza. Hast du eigentlich noch Pakete erhalten? Nein, ich wurde aber, mir wurde gesagt vom Hinky, dass ich morgen wohl was erhalten werde. Ich bin sehr gespannt. Kannst du die Musik lauter machen? Nein, ich will mich noch mit den Leuten unterhalten können. Was macht Haus und Werkstatt? Läuft gut. Ich habe euch heute ja in der Instagram-Story gezeigt, wie die Fliesen ausschauen werden. Und am Wochenende werden die vielleicht sogar schon an der Wand kleben. Mal schauen. Das ist noch sinnvoller. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das Lied. Ich mag es einfach. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Noch nicht mehr? Ah ne, hatten wir ja nicht mehr. Haben wir nur gemietet. Naja, wo ist denn denn? Aber Werner, weil wir es gerade im Thema Küche hatten, ihre Messer, denen geht es allen noch gut. Glaube ich, die werden wahrscheinlich nicht viel in Gebrauch sein. Ach, ja, mal, wenn du mal Semmeln hast oder mal die Jagdwurst aufschneiden oder einfach mal die Verpackung irgendwie aufmachen lässt. Ja. Sind die Messer ganz gut. Okay. Nee, ist ja gut. Na. Ich habe sogar noch von Garderol das ganze Gelimp. Schön. Das stimmt, der Preis ist heiß. Gab es auch mit Harry Weinfort und dem Werner, wie heißt der? Pizzaschneider. Werner irgendwas, ja. Der Pizza, der hast ja so einen Pizzaschneider. Den habe ich auch, ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Kam der auf von dir, Werner? Ja, Werner, Ruhe. Kann sein, ja, wir haben damals ein richtig großes Set gekauft. Habt ihr übrigens gesehen, dass Giants die Ground-Types wieder durcheinander geworfen hat, hier mit dem Werner Freiwald, was gerade gesagt. Genau, Werner Freiwald, ja. Mit dem, ja, guck mal hier neben dem Silo. Dieser Felsen-Ground-Type. Oh. Ja, schön. Also der ist schön, das ist ein schöner Felsen-Ground-Type, finde ich hier für die, aber sie haben es mal wieder durcheinander geworfen. Genauso wie sie Elektrik als Fill-Type zwischen die anderen Fill-Types geschoben haben. Oh wow. Leon, gute Nacht! So, dass Autodrive mit dem DLC nicht mehr funktioniert. Also nicht, da bleiben die Abfahrer stehen. Cool, Breeze. Werner Schulz, ehrlich, genau, der war's, danke. Nee, nicht den meinte ich nicht. Walter Freiwald, so ist ja nicht Werner Freiwald, Walter Freiwald, genau. Dim, 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 dim. Geht auch so, Jungs.
Daniel, das gibt kein Update fürs Alpine DLC. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, kenne ich Luis. Weißt du, ist immer noch hin und her, Randy? Was? Nein, schon lange aufgehört. Ich mich jetzt. Einzige Stelle wäre dafür, dass Randy jetzt gleich verkacken wird mit der Mischstation. Bei mir bitte auch. Wenn sie mal nicht so viel, ich habe erstmal von neuestem mich mal wieder informiert, ne? Selbst der 7er Termin, der wird langsam wackelig werden. Warum? Ja, weil ja, es wird sich wohl darauf abdeuten, dass an dem Tag immer noch nichts feststeht. Tja. Weil jetzt ist irgendwie, irgendwas wurde eingestellt und beziehungsweise das soll irgendwie wurde nachgezählt, dann hieß es so, ja, 1000 Stimmen, also 1000 Stimmen noch irgendwie gefunden, bla bla bla. Jetzt hieß es, na, jetzt werden wir das ratifizieren, dass es dann offiziell ist und gegen da wird jetzt auch wieder dagegen geklagt und ich blick nicht mehr durch. Aber 1000 Stimmen sind noch nichts, Randy. Nee, der, also mit der Auszählung, da hat sich nichts verändert. Also es gab 1000 Stimmen Unterschied dann nochmal und es soll jetzt ja verifiziert werden. Und gegen diese Verifizierung wird jetzt aber auch wieder geklagt, dass die aufgehalten wird. Ah ja. Ja, also das ist halt, ich verstehe es halt, ich verstehe es auch nicht. Aber naja, warte. So. Dim. Bis 20 Uhr machen wir den, meine Damen und Herren. Das heißt noch 18 Minuten. Danach muss ich nämlich noch was aufnehmen für morgen, damit ihr auch was zu gucken habt. Ha! Nee, Randy, oder? War aber Glück, ne? Naja, maximal. Können wir nicht wieder mehr Butter machen oder haben wir keine Milch mehr? Wir haben keine Milch mehr. Oh, nee, du. Nee, du. Ist aber doof. Das ist ja doof, ja. Da sind wir jetzt natürlich voll im Einsatzbereich für diesen Unitruck hier. Wenn du bei sympathisch macht, so viel Aufwand streams und nimmst du danach auch noch Bravo. Was ist denn Bravo? Sag mir nichts leider. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na Randy, irgendwas Neues in der Skandalwelt? Nee, leider nicht. Ja, langweilig ist das hier, du. Naja, ich weiß. Situation, aber nö, im Internet ist alles ruhig. Wir meinen gerade hoffentlich nächste Woche, ich kann es aber nicht versprechen. Leider. Bei Ihnen so. Nix. Ja, gut, bei Ihnen gibt es ja noch weniger. Hast du meine Instagram-Story gesehen? Nein. Also immer noch, ich folge Ihnen nicht auf Instagram und ich schaue auch nicht auf Instagram. Randy, das ist einfach eine einzige Schande mit dir. Ja, ich mache Instagram einmal am Tag auf und das ist über das Tool, wenn ich die Posts bei Konrad durchsplätte. Ah ja. Na? Da stelle ich das auch nur ein, ansonsten macht das alles Boxe. Ja. Gut, dafür wird er hoch bezahlt. Mario hat Spaß hier auf dem Silo, oder? Ja, weiß ich, Fräulein. Mir geht's nur darum, dass ich halt so wenig wie möglich Silage verwende und dafür halt. Aber ich sehe schon 25% Silage brauchen wir immer. Aber trotzdem.
Wie sieht es eigentlich mit dem Fan von Nami aus? Da fehlen leider noch Freigaben und die, glaube ich, werden auch nicht erteilt. Also mit dem Fan sieht es eigentlich schlecht aus, muss man sagen für euch. Wie gesagt, er ist cool, er läuft, er funktioniert, er ist fehlerfrei und alles tippitoppi. Aber wenn keine Freigabe da ist, dann kannst du halt machen, was du willst, weißt du? Leider. Haben wir eine Frage? Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Ich spiele die Erlengrad mit Seasons. Mod Holstein ist aufgefüllt, Wasserstrom, Mischung etc. Aber ich bekomme keine Milch. War das nicht so bei Seasons, dass die erst ein Jahr später Milch geben? Glaube ich. Ich glaube, du musst ein Jahr warten, bis die Milch... Also, die geben erst Milch, wenn sie trächtig sind. Ne? Und du musst mal gucken, bei den Tieren steht auch drinnen, dass... Also, nur wenn das nächste Tier angekündigt wird, geben sie auch Milch. Klar, weil die Kühe geben auch nicht einfach so Milch, wenn sie wollen, sondern die müssen gekalbt haben. Die müssen ein Junges bekommen haben dafür. Weil Milch geben ist ja kein Nutzzweck, kein natureller, sondern... Milch geben ist ja eigentlich für den Nachwuchs gedacht. Was kommt in 4 Tagen? Boah, das muss überraschen. Hm, dann können wir nochmal eine kleine Mische machen. Oh, eine Mische, du. Oh. Feuerwehrraster, grüß dich, moin! Ich glaube, Tippi ist tot. Ich glaube, Tippi ist tot, weil da kommen keine Alerts mehr. Sorry, guys! Prodax, mein Süßer, Dankeschön für den Resub im 17. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und Prodax, alles Gute zum Geburtstag nochmal von mir. Endlich volljährig, ne? Meine Güte, lange hat's gedauert, Prodax. Danke dir für den Resub im 17. Und der Gipsnacken 1988, auch dir vielen, vielen herzlichen Dank für 23 Monate. Vielen, vielen herzlichen Dank. Einer der längsten, der mit dabei ist hier. Wahnsinn. Dankeschön, vielen, vielen herzlichen Dank. Nee, noch nicht. Bin erst 4x 11,5. Ah, dann nächstes Mal, Prodax. Nächstes Mal. Aber eine Cola kannst du trinken heute, ne? Kein Problem. Miles, ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Moin, moin, Gipsnack. Danke dir. Bis wann geht der Stream? Bis 11 Minuten noch. 22 Uhr, meine Damen und Herren. Oh, da können wir nochmal lauter machen. Prodax, alles Gute. Einklicke. Ja, damit durften wir jetzt unsere Milchproduktion aber deutlich angeheizt haben. Die Reproduktionsrate ist jetzt auch bei 28 Stunden nur noch. Statt 200 Stunden. Das heißt, die restlichen 8 Kühe werden wir dann die nächsten Tage auch zusammenkriegen. Sehr schön. Ich helfe, geht. Danke. Hallo, 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 nicht schubsen. Bin klein und hab auch Gefühle.
Aber die haben mit dem DLC auch die Verdichtung wieder angepasst, oder? Oh Gott. Ja, ja. Ich hab Aktionskontrolle schon an. Was ist das? Finden Sie? Danke. Ja, nee, ja. Ja, danke. Bitte. Was macht er denn da oben? Traktor knutschen. Oh nein. Weißt du, wo der Mario noch ohne uns gespielt hat, ne? Hat er noch richtig realistisch gespielt. Ja, damals. Ja, Mischration ist auch noch im Lager, aber jetzt nicht viel. Also, das ist ja noch das, was ich da nicht geschüttet habe. Eieiei. Wird das überhaupt angezeigt? Ja, ich weiß auch nicht, wie ich hier in diesen Laden rein stolpern konnte. Sie wurden darüber angefragt und haben ja gesagt. Ja, das ist genau das Thema. Damals habe ich aber noch gedacht, das wäre eine seriöse Streamer-Anfrage. Und jetzt muss ich da was anderes feststellen. Stream und seriös, na klar. Na klar. Das ist wie mit dieser B-Ware auf Amazon, weißt du? Du kannst nichts zurückgeben. Leider. Ach, ihr seid B-Ware? Ja, wir haben so ein bisschen Gebrauchsspuren. Ach so. Aber immerhin, wir haben eine Uniform und eine Kelle. Ja, völlig abgenutzt seid ihr. Abgenudelt. Warum ist das so hell? Weiß ich nicht, frag doch Giant. Warum ist das so hell? Da zieht euch doch mal eine Sonnenbrille auf. Meine Güte, Jungs. Die spezielle Hirschfeld gebrandete Sonnenbrille, liebe Freunde. Die muss man haben. Wenn ihr, ihr seht da hervorragende, wenn eure Augen geschützt, aber wenn jemand bei euch vorbeikommt, sieht ihr halt den Hirsch so in der Sonnenbrille glänzen. Ne? Boah, das wäre echt cool, oder? So ein Emblem direkt in den Gläsern. Auf jeden Fall, Fabian. Wieder etwas, was man in die Schublade schmeißt und nie wieder rausholt. Was? Mario darf nie einen komplett eigenen so Fanshop haben. Hast du seinen Fanshop gesehen? Der ist 3 Seiten lang. Ja, aber das sind ja Gott sei Dank nur Klamotten, aber das sind doch nicht Gadgets oder irgendwie sowas, weißt du, ne? Ich sehe es schon kommen. Bis auf die Corona-Maske natürlich hier schifiziert, ne? Also, Hirschfeld Kuscheltier, Hirschfeld Mausfeld, Hirschfeld Sonnenbrillen, Hirschfeld aufblasbare Hüpfburg. Der Klodeckel fehlt mir noch. Ja, Hirschfeld Klodeckel. Oder hier so, wie nennt sich das hier, diese so WC-Dekoration hier, weißt du, was du ins Klo reinschmeißt? Oh oder ja. Das Klo, weißt du, ich finde ja eher so eine Hirsch-Quietsche-Ente ganz cool. Ja. Ein Kuschelhirsch, ja. Ein Hirsch für schöne Stunden. Ja, bitte. Also, ich bin ja... Übrigens, Fun Fact, der Absatz von Kuscheltieren ist massiv nach oben gegangen seit Corona, weil die Leute wieder, auch Erwachsene, sich gegenseitig Kuscheltiere schenken, um Nähe zu symbolisieren. Und ja, damit man... Ne, also, weißt du, was auch nach oben gehen wird die nächsten paar Monate? Ja, Hirschfeld-Merchandising. Die Geburtsrate. Ja, das stimmt. Ja, eben nicht bei uns. Ja, gut. Glaube ich nicht. Aber prinzipiell wurde schon gesagt, es werden mehr Kinder zur Welt kommen. Ja? Ja, ja. Also, okay. Ich sag mal, in meinem Haushalt ist das auch gegessen mit Kindern. Und dumm mit Hochschgeweih. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Bei den Gamers Klopapier hamstern? Kann man machen. Habt ihr Klopapier? Nein. Aber wäre witzig. Also, wenn ich ein Klopapier haben wollen würde und ich hätte die freie Auswahl, gäbe es nur eine Marke, die ich dafür favorisieren würde. Und das Mario, ist das sinnvoll. Hirschfeld Toilet Paper. Nein, das wäre das gute alte Charming Toilettenpapier. Charming wäre, ja, auch cool. Mario? Ja? Ist im 100. Ja, warte, soll ich da nochmal eben die Texte gut vorne hinten einmal mit dem Ladewagen aufsammeln? Das wäre sehr freundlich, ja. Ja, ja. Ach, das ist nicht so richtig realistisch, wenn ich jetzt das Gewicht dann. Nee, komm, das Gewicht erstmal weg. Haben wir einen Hirsch mit einem Feldlogo gefangen? Oh nein! Haben wir jetzt zurückgeworfen? Besser wäre. Wenn der bei der Warpresse hinkommt. Ich glaube, ich bin da nicht dran. Gerade in so einer Krise, weißt du, alles scheiße, kaum Kohle. Ich glaube, da ist so nicht ein größter Wunsch, komm, lass ein Kind machen. Also außer bei den Assis, ne, aber. Randy. Ja, was? Ist doch wow. Nein, ich denke, es gibt tatsächlich auch durchaus bildungsnahe Schichten, die jetzt anfangen, nochmal über ihr Leben nachzudenken und sagen, ach komm, hier eigentlich so ein Kind,
Das überdauert doch auch die Krise. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch Leute, die, es klingt jetzt wahnsinnig blöd, aber die einfach keine Zeit hatten, bisher darüber nachzudenken, vielleicht. Bisher, die hatten auch keine Zeit, Kinder zu machen. Auch das ist richtig, so, weißt du? Ne? Und dann hörst du so in 10 Jahren. Ja, jetzt haben wir Kurzarbeit, jetzt haben wir Quarantäne. Wollen wir uns mal näher kommen, oder was? Ja, genau, so. Lass mal Kindergeld aufstocken. Nee. Lass mal Kindergeld aufstocken, so schön. Werner? Ja? Ist das dein Ernst? Entschuldigung. Hast du das Foto von Kornhub-Feuerzeug gesehen, was ich dir geschickt habe auf Insta? Ich schaue extrem selten auf Insta, Admiral, aber ja, das gibt's. Kornhub ist ja jetzt nicht nur... Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Hat ja auch außerhalb von unserer LS-Mod-Bubble. Ach, ich habe heute die einzig wahre Fan-Homepage gesehen bei Kornhub. Die offizielle. Ja, da hat's mich zwar auch sehr verwundert. Aber naja, gut, von mir aus, wenn das die Leute machen wollen, sollen sie es machen. War das diese Kornhub Fanpage da irgendwie? Ja. Ich meine, warum nicht? Wenn da kein Schindluder getrieben wird, ist mir das egal. Nur fahr doch nicht hier hinten wieder runter. Da ja, ist Güte. Doch gut, ich muss doch noch weiterhin hier verdichten. Ja, aber dann fährst du halt da vorne, jetzt doch nicht hier hinten, wo ich hier schon sauber gemacht habe. Nimm den mal an die Hand, Mario. Boah, 200 Puls kriegst du da, ey. Ich hab sie auf Kornhub geschickt. Ne, dann müsste es Boxe theoretisch gesehen haben. Warte mal, bin ich mit Kornhub hier eingeloggt? Kann ich ja gleich mal gucken. Ich hab 15 Geschwister, dabei sind 7 Jungs, 6 Mädels, 3 Zwillinge und 1 Drilling. Und uns haben 3 Kinder. Was? Ach Leute, diese Grüßendiskussion, da muss, irgendwann muss ich da nochmal was für machen. Grüße! Was? Ja, genau. Wir hatten mal einen, der hat das ganz elegant gemacht. Er hat am Anfang jeder Folge gesagt, ich grüße alle, die gegrüßt werden wollen. Ja, das kann man machen. Ja, aber dann wäre er diesen nervigen Leuten ja auf den Leim gegangen und hätte das ja schon vorweg getan. Ja, einfach nur um das schon mal, ne? Munitrag, jetzt machen wir nicht schwach hier. War mal eine Sache. Ja. Ich sag nichts. Mach du mal. Mashira, das ist aber schon sehr frech, ne? Das ist schon sehr frech. Was ist frech? Na, jemand hat reingeschrieben, ich habe 15 Geschwister, dabei sind 7 Jungs, 6 Mädels, 3 Zwillinge und einmal Drillinge. Mashira schreibt hin, oh, deine Eltern hatten aber auch viel Langeweile. Und sowas nennt sich Moderator, also, es ist einmal eine Katastrophe. Bin ich gut, würde ich auszeichnen. Oh, okay. Ja, aber das ist ja jetzt nicht so... Das ist gut. Okay, oder? Das ist vollkommen okay. Kommt immer davon, welche Art von Humor man pflegt. Du, ganz ehrlich, meine Großelterngeneration, die waren alle so aufgestellt. Da waren ja, alle früher waren das 12, noch so. 15 Kinder. Ja, man muss aber auch dazu sagen, Mario, zu einer früheren Zeit war ein Kind, es klingt jetzt hart, aber es ist so, potenzielle Arbeitskraft. Zu Hause, am Hof und so weiter. Ja, sind die Leute doch auch. Ja, sag das nicht zu laut. Sonst kommt die Supernanny vorbei. Also ich sag meinen Kindern immer, die müssen schon was tun. Nee, das ist klar, aber... Ja, das nein, ist halt das was schon recht, anderes. Ja, das ist schon recht. Also heute hast du Traktoren und früher hattest du halt Kinder in der Umfeld. So in der Richtung, ja. Ja. Ja, dann wie viel Gras kriegst du denn da noch zusammen? Wenn ich aufhören soll, musst du es sagen. Ich mache nur, weil mir langweilig ist. Ja, nee, mach ruhig, aber... Also bin eh gleich fertig mit Stream, deswegen. Ach, gut. Ja, dann mach du mal. Aber fahr das mal nicht mehr ins Silo, pack das mal einfach hier in das Hofsilo rein oder mach so. Mach ich. Damals gab's noch kein Internet, ist richtig, ja. Damals gab's noch solche komischen Kreuze. Wenn du den auf den Kinder hattest. Heute haben alle ein iPad und kein Geld für Kinder. Verdienstkreuz meinst du? Das ist auch schwierig, das ist Mutterkreuz. Da ist leider was Wahres dran, Little Flame. Da ist leider was Wahres dran, ja. Ich weiß auch nicht mal, welche Anzahl das gab. Ich geh mal eben tanken. Boah, das wieder hier schief geht. Die scharfe Gras? Nee, das ist voll. Ja, klar. Achso, das habe ich schon gemacht vorhin. Hab ich alles schon gemacht. Ja, lass knacken, ne? Mario. Ja. Kannst du abdecken, Randy, wenn du willst. 90%.
Gab's noch bei der Nachbarin. Okay. Ja, komische Zeit. Ja, ich weiß, ihr habt's gesehen. Aber meine Mitspieler haben's nicht gesehen. Von daher. Doch, ich hab's gesehen. Echt? Hast du auch gesehen? Ja, das habe ich nicht von dir gedacht, Mario. Ach so, jetzt kommt die Nummer. Diese blanken Vermutungen in den Raum stellen. Ja, diese. Wenn ich mich verquatsche. Weißt du, was das für eine Nummer ist? Das ist die gleiche Nummer wie die ganzen Horoskope, die ich mir täglich durchlese. Glaubt ihr an so Horoskope-Zeug? Nee. Das ist halt irgendein Schwachsinn, der irgendwo mal aufgeschrieben worden ist und von irgendwelchen Leuten weitergetragen worden ist und dadurch jetzt wieder Leute gibt, die damit Geld verdienen. Aber es ist doch so, dass dieses Horoskop-Zeug immer sehr, sehr allgemein, also da trifft ja immer irgendwas durch, weil es immer sehr, sehr allgemein geschrieben ist. Ja, ist halt wie. Ist halt wie Astro-TV. Wie Wahrsagen. Richtig. Ja, ist auch immer so allgemein und dann gucken die immer auf die Gesichter und wenn dann so eine Blanke erschreckt, ach, ich habe getroffen. Sie haben vor kurzem jemanden verloren. Nein, doch nicht. Jemand ist geboren. Ach nein, doch nicht. Bis irgendwann eine Reaktion im Gesicht ist. Ja, na, woher wissen Sie das denn? Ja, ja. AstroTV ist ja. AstroTV hat es ja mal auf Twitch versucht, ne? Wurden weggebannt. Die haben halt wirklich das, was sie im Fernsehen machen, auf Twitch gemacht mit Nummer und hast du nicht gesehen. Ich glaube, die haben einen Tag überlebt und hat die Twitch weggebannt. Permanent. Bin ja richtig. Ja, ist richtig. Aber AstroTV war nochmal der größten Knallkörper, Alter. Ja, Maria, da mische ich mal die Karten. Oh ja, da sehe ich was. Und dann, sehr schön. Der geilste Moment war immer, wenn die falsche Karte kam, so, oh, sie werden sterben. Ja, ja. Ich meine, trauriger sind eigentlich nur noch die Leute, die halt dran glauben. Wie war ich mir das wahrscheinlich gemacht? Ich bin doch wohl hervorragend dahin gefahren und wieder zurückgekommen. Der Traktor ist lebt. Der Traktor lebt? Ist alles okay bei dir? Natürlich lebt der. Also, ganz ehrlich, red doch eher mit dem Traktor als mit der Frucht. Gesundheit. Gesundheit, einmal auffischen, danke. Habe ich Spitzfrau dafür. Gut. Haben wir irgendwo einen Kercher eigentlich? Ja, bin ich gerade dabei, wie sie sehen. Oh, das ist ein Kercher. Das hat jetzt gerade. Aber ich krieg dein Ding hier vorne nicht, lauter. Soll ich mal aufmachen, dann kommst du besser ran. Ah, ja. Ja, jetzt brauchst du eine Lupe. Hast du ein bisschen Zuckung oder was? Na, willst du einen Finger? Das, ich würde mal zum Arzt gehen, ne? Da kann er Tabletten verwenden. Wegen nervösen Finger muss ich zum Arzt gehen? Okay. Ja. Also ich habe meinen Führerschein natürlich gewonnen, ist doch klar. Nicht vom Kaugummi-Automaten? Doch. Ne, ich habe den gewonnen. Ah, so schön. Kaugummi-Automaten hätte ich da mal reinschmeißen müssen. Ja, bitte. Wenn die Ostblockstaat nicht so angezogen, könntest du nur ganz einfach noch zu ihm kaufen. Oder innerhalb von der Woche. Für heute sinkt das Niveau, das ist richtig und deswegen lassen wir es auch gut sein. Liebe Leute, ich danke euch herzlich fürs Dabeisein. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön für alles. Dankeschön für den Feldversuch. Dankeschön für einfach alles. Einfach alles. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns die Tage. Ich weiß nicht wann, morgen nicht, weil morgen muss ich noch am Haus ein bisschen was machen. Vielleicht gibt es dann Instagram, sorry, schauen wir mal. Mal gucke. Ich weiß noch nicht genau. Lasst mir eine schöne Grüße beim Hannes da und wir sehen uns die Tage. Ne? Ich wünsche euch was. Macht nicht so doll, macht ein bisschen langsam und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht!